Die Speicherstadt an sich ist ja schon ein absolutes Highlight architektonisch gesehen. Aber dieses Wasserschloss, das toppt wirklich alles. Wirklich ein Schloss in Miniaturausgabe mitten in der Hamburger Speicherstadt. Man beachtet diese wunderschön rot-grüne Klinkerung. Dann diese Fenster, die rund sind, aber doch oben ein bisschen spitzer zulaufen. Also, es ist wirklich wie ein echtes Schloss mitten in der Speicherstadt. Übrigens eins der meist fotografierten Motive in ganz Hamburg. Allerdings von der anderen Seite aus gesehen, von der Poggenmühlenbrücke aus. Hier im Wasserschloss untergebracht einmal das Restaurant Wasserschloss und das Teekontor. Und da schauen wir uns jetzt mal um. Ja, jetzt sind wir im Teekontor selbst. Sehr, sehr viel Holz verarbeitet. Eine sehr, sehr warme, gemütliche Atmosphäre. Der Boden in Holz. Dann die vielen Regale. Hier gibt es 6 Regale. Und ja, jede Menge Teedosen stapeln sich hier. Insgesamt 250 Tees gibt es hier zur Auswahl. Zum Beispiel mit dabei Karibikzauber, dann die sanfte Anke, magenfreundlich. Und hier gibt es auch eine ganze Menge Tees auf diesem mittleren Tisch zum Beispiel. Das sind so Spezialitäten. Früchtetees aus eigener Herstellung. Und zwar, ich rieche mal hier dran. Das ist das Tolle, Sie können hier selber ein bisschen dran riechen. Es riecht nach Kaktusfeige und reifer Birne. Oder hier haben wir auch was. Und zwar der Tee Altes Land, Apfeltraum. Natürlich viel Apfel drin. Ich würde am liebsten, dass Sie einmal dran riechen können. Aber das geht nicht. Dazu müssen Sie schon selbst hierher kommen. Auch natürlich Äpfel, dazu Erdbeere und Pfirsich. Also ganz, ganz viele Früchtetees. Auch ich bin ja so ein Früchtetee-Fan. Die gibt es hier zu kaufen. Aber alles grün, schwarz, Rooibos. Alles, was Sie an Tee kaufen wollen, das können Sie hier auch kaufen. Und Sie können das nicht nur hier kaufen, Sie können hier auch Tee trinken und auch Speisen essen, die mit Tee zubereitet werden. Zum Beispiel Fisch und Fleisch geräuchert mit Tee. Klingt interessant, schmeckt auch gut. Hier ist die Terrasse vom Restaurant Wasserschloss und vom Teekontor. Gut, im Moment kein Terrassenbetrieb, ist ja noch Winter, aber ab April geht es so langsam los. Wunderschönes Plätzchen, rechts und links die wunderschönen Speicher der Speicherstadt, geradeaus die Poggenmühlenbrücke zu sehen, von der aus dann das Wasserschloss auch sehr gerne von Touristen fotografiert wird. Und hier an der Stelle vor kurzem, ganz romantisch, ein Heiratsantrag gemacht worden. Man sieht hier noch die Kerzen. Das ist doch wirklich was für Romantiker. Und von hier können Sie auch erahnen, wie eben das Wasserschloss dann auch von der anderen Seite aussieht. Also es ist wirklich architektonisch ein absolutes Highlight, dieses spitz zulaufende Dach, dann eine kleine Uhr, die man da oben am Türmchen sieht. Es ist wirklich ein Schloss in Miniaturausgabe. Also hier schönen lauen Sommerabend genießen mit einem guten Tee. Was gibt's Herrlicheres? Hier bin ich jetzt im Speisesaal. Hier kann man gut speisen, aber natürlich auch einfach eine Tasse Tee trinken. Das hier ein ganz besonderer Tee. Es ist eine Teeblume. Also wirklich ein kleines Kunstwerk. Tee zusammen gepfercht und zu einer Blume geformt. Und das Tolle ist, diese Blume, die geht auf. Die geht nicht sofort auf, aber ich gieße einfach mal ein bisschen heißes Wasser rauf. So. Und es dauert so ungefähr, nicht länger als 10 Minuten. Dann ist aus dieser zusammengebundenen Blume eine wunderschöne aufgegangene Blume geworden. Das schauen wir uns gleich mal an. Und hier sehen wir jetzt, wie aus dieser Kugel eine aufgegangene Blume geworden ist. Und es riecht so eine leichte Jasminnote. Ich bin jetzt kein Teekenner, aber doch als Laie eine Mischung aus grünem Tee und Jasmin. Auf jeden Fall kein Schwarztee. Ist aber noch ein bisschen zu heiß zum Probieren, das mache ich gleich. Jetzt hat der Tee so allmählich Trinktemperatur erreicht und diese wunderschöne Blume, diese Teeblume, die werde ich jetzt mal probieren. Also nicht die Blume selbst, aber das, was sie mit dem heißen Wasser gemacht hat. Wunderschönen Tee. Es ist ein weißer Tee, für mich als Teeleihe noch nicht so bekannt. Schmeckt ein bisschen wie grüner Tee. Aber noch milder, noch viel milder im Geschmack. Und eine leicht blumige Note liegt wahrscheinlich an der Teeblume. Also auf jeden Fall ein Besuch wert hier, das Restaurant Wasserschloss und das Teekontor im alten Wasserschloss in der Speicherstadt.